Bei mir ist ein spannender Mann, den Sie ganz bestimmt kennen. Herzlich willkommen, Dr. Daniel Koch. Wenn Sie sich als Mensch müssten beschreiben, wie würden Sie sich beschreiben? Ich glaube nicht, dass man mich irgendwie kann beschreiben kann. Ich habe ein sehr interessantes Leben gehabt bis jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich ausgeglichen bin, aber ganz speziell ist das offenbar nicht. Ich bin sicher jemand, der nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist. Aber im Normalen bringt man mich schon nicht so schnell zur Ruhe. Aber es ist auch nicht immer so. Es gibt auch Momente, wo ich dann meine Töchter, Freunde ausspanne. Sind Sie das von Natur aus oder haben Sie das quasi gelernt? Ja, ich glaube schon, dass ich viel gelernt habe. Also, ich mache Sport mit meinen Töchtern. Das ist sicher etwas sehr Wichtiges. Ich gehe selbstverständlich mit meinen Töchtern, gehe laufen, so viel, dass es geht. Ich glaube, das körperliche Wohlbefinden hilft natürlich, dass man dann einigermaßen gut benannt ist. Und dann habe ich meine Töchter, die, sagen wir mal, nur schon vom körperlichen Kontakt natürlich auch sehr viel geben. Und das hilft ganz normal. Das fühlt sich gut an für Sie? Ja, ich bin okay. Der Kontakt, das Nahen quasi, das ist wunderbar. Ja, nein, es geht. Ich meine, es ist nicht nur. Also ich habe Freunde, die mir... Sie müssen immer über Corona reden. Haben Sie es angefangen hier oben? Ja. Ein Haufen denken, die Fallzahlen sind jetzt so gleich, es kann mir sowieso nicht passieren. Was ist das Wichtigste? Immer noch Handwaschen und Distanz. Und wenn wir das quasi als Lebensmotto für längere Zeit anschauen, sollten wir doch, oder nicht? Das ist eine schwierige Frage. Nein, ich glaube nicht. Nein. Also ich denke, es ist nicht so. Nein, es geht, gerade für die Eltern. Gerade für die ist jetzt extrem wichtig, dass wir wirklich sehr viele Viren rum haben. Das ist auch normal. Was ich am schwierig finde, ist, wenn Experten ganz unterschiedliche Sachen sagen. Weil es verwirrt. Man weiss dann nicht so genau, was soll man davon halten. Wie gehen Sie mit dem um? Nach was richten Sie sich? Ja, das ist leider so. Und es ist natürlich in jeder Krise so, dass überall Experten auftauchen und ihre Sicht der Dinge darstellen, das zu unterdrücken. Das wäre eigentlich das Ziel. Es sind Behörden, die wissen, wer ist wo. Yeah. Es ist wirklich so, ich glaube, das müssen wir jetzt über den Sommer hin noch den Leuten besser vermitteln. Überall, wo es möglich ist, zu wissen, wer ist mit wem zusammen war. Es sind Behörden, die wissen, wer ist wo. Wenn jemand krank war, sich dann nicht testen lasse, so als Schutzfaktor, um zu sagen, ja, ich bin jetzt geschützt. Ist es sicher noch nicht. Ja. Haben wir jetzt genug Masken in der Schweiz? Nein, es geht. Nein, ich glaube nicht. Jetzt haben wir einen Haufen ältere Menschen. Für die, finde ich, ist es besonders hart. Sie sind gezwungen worden, daheim zu bleiben. Sie sind irgendwo vereinsamt. Selbstverständlich. Sie sagen, jede Krise hat ein Ende. Also ich denke, es ist nicht so. Aber zum Beispiel mit der Distanz ist so eine Sache. Oder? In der Schweiz sagt man 2 Meter, in Deutschland 1,5 Meter und in Dänemark 1 Meter. Und dann denkt man, ja, aber das Coronavirus unterscheidet ja nicht zwischen Ländern. Wie sollen wir jetzt mit dem umgehen? Doch. Das Coronavirus unterscheidet zwischen Ländern. Ja, was ich sicher gesagt habe von Anfang an, man kann Langzeitprognosen machen. Aber im Moment, muss ich Ihnen sagen, schaffen wir also nicht an dem. Padum, 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 padum